kommt er wieder nach dem. So, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Wir sind auch schon hier am Yachthafen angekommen, wo alles verboten ist. Und da vorne steht schon unser Dampfer. Schnucki, wir kommen zu spät. Schnell. Komm, lauf. Wir müssen laufen. Oder ist das der... Warte mal. Nee, das ist nicht der Richtige, ne? Fährt der nicht raus? Wie war das noch mit dem... Hast du den Plan noch im Kopf? Unser muss doch eigentlich in die Richtung, aber er steht da oder dreht er gleich? Nee, die stehen immer so. Ah, und unser? Ach so, just a moment, please. 9.53 Uhr, wann fahren wir noch? Um 10.25 Uhr. Aber nicht unser. Also, wir haben noch Zeit zum Auto zu gehen oder lassen wir das lieber? Ich brauche meine Jeansjacke mitnehmen. Halbe Stunde? Schaffen wir das? Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück? Ich würde sagen, nein. Durch den Wald durch? Oder durch dieses abgesperrte Terrano da? Nee, da gehen wir nicht lang. Da guck, fährt los. Na gut, wir werden es sehen, ob wir das hinkriegen oder nicht. Es bleibt spannend. Bist du schon geflasht von unserem Spaziergang hier? Voll. Durch Dreck und Sturm? Na gut, wir werden das gleich sehen. Doch, also, da vorne ist der Weg, den wir nicht gehen durften. Der verbotene. Und deswegen, wieso, wann redest du denn wie ich? Der verbotene Weg. Hier ist alles verboten. Und hier kommt eine Treppe, ey, sogar hier mit einer Fahrradspur, hoch in den Wald. Und damit sollen wir jetzt diesen verbotenen Weg umgehen können. Hat uns vorhin so eine Frau erzählt, die hier am Wolken war. Alter Schwede, wie weit geht denn das hier noch hoch, Mann? Wir haben keine Berge hier. Doch. Puh. Ich habe gesehen, wie hoch das war. Da haben wir nicht zu Fuß, um den Berg hochzugehen. Krass. Weißt du noch? Oh, nee, weiß ich nicht mehr. Doch, weiß ich noch. So, ich gehe mal joggen. Hier, kannst du mich aufnehmen. Mach. Tja, Schnucki. Ich dachte, ich zisch mal hier voll ab und tu so, als wäre ich sportlich. Bin ich aber nicht. Ja, ich hatte ja gehofft, dass es hier vorne gleich so ein bisschen nach rechts geht. Ja. Geht's auch nicht. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Und gleich noch mehr Treppen. Ach du Scheiße. Ich kriege noch einen Herzinfarkt hier. Joggen? Ich nicht. Oh, da oben, ich sehe das Ende. Wir sind gleich da. Wir haben es gleich geschafft. Oh, nicht mehr lang. Und auf dem Rückweg ist es gar nicht mehr so kalt, ne? Uh-oh. Was ist das denn hier? Eine Toilette, ein offenes Klo. Ach, wer weiß. So, wir sind jetzt hier ganz oben. Meine Güte, das geht ja hier. Das ist ja wie in den Bergen, ne? Ja. Mit der Förde hier. Kann man das sehen? Das Blaue da ist nicht der Himmel. So. Wir sind schon wieder in irgendwas gelandet. Schon wieder in so einem kleinen Weg. Ja, noch geht's. Also wir haben 6 Minuten von unserer Viertelstunde verbraucht, um zum Auto zu kommen. Okay, beim nächsten Mal können wir den Weg geradeaus gehen hier. Ja. Ich glaube, das wird knapp. Äußerst knapp. Wollen wir ein bisschen schneller gehen? Ja. So, wir haben hier schon mal einen Zaun von diesem... Keine Ahnung, Fabrik oder was das war am Anfang. Und das bringt ja auch mal richtig viel, ne? Hier ist schon der zweite Baum hier umgefallen, über den Zaun rüber. Kann jeder durchgehen. Also, das wird auch nicht mal repariert hier. Ich glaube, hier müssen wir wieder runter, ne? Hier geht es bergab. Und dann haben wir es nicht mehr so weit bis zum Auto. Vielleicht können wir uns wirklich gerade noch so eben den Rucksack schnappen und wieder zurück. Ja. Vielleicht wird das was. Wir sind jetzt... Oha, 8 Minuten sind um. Die Hälfte der Zeit ist verstrichen. Ich bin jetzt tatsächlich ein Stück vorgelaufen, weil ich befürchte, wir kommen nicht mehr rechtzeitig zum Dampfer zurück. Ne? Oh. So, schnell mal
Marie meinte, ich soll ihre Jeansjacke mitnehmen, meinen Rucksack und eine Kosmetiktasche wollte sie haben, aus dem Handschuhfach. Puh, meine Güte, warum will man denn eine Kosmetiktasche haben? Gut, ich habe alles. Oh. So, Tür zu und Rückwärtsgang. Bye bye Touri und los, ab, zurück. So, 10.08 Uhr. Wir haben also noch bis 10.25 Uhr. Mein Schnucki habe ich auch wieder eingeholt. Oder sie mich. Hier haben wir diese fiese Treppe wieder. Wir sind also auf dem Rückweg zum Dampfer. 10.17 Uhr. 25 war, glaube ich, Start, ne? Ja. Oi, oi, oi. Aber musst du jetzt. Ah, wo kommt das dann in Richtung, ne? Ja, ja. Und ich würde sagen, wir laufen mal. Dann können wir auch den ganzen Mücken hier entgehen. Ey, hier wird man echt zerstochen, ne? Komm, komm schon. Ne, wir müssen nicht laufen. Ich sehe den Dampfer noch. Da, der ist auf der anderen Seite von der Förde. Oh. Ich sehe ihn. Ja, wir müssen aber nicht laufen. Aber wir sind gleich da. Und der ist ja auch nicht so schnell. Der muss einmal über die ganze Förde rüber und so. Er kommt in 8 Minuten. Dann geht meine Uhr vor. Also, weil ich habe jetzt hier 10.23. So, irgendwo habe ich ihn eben neu drüben gesehen. Jetzt haben wir uns so doll beeilt und keinen Dampfer zu sehen. Also, ich habe ihn gerade eben, da meine ich, auf der anderen Seite gesehen, aber das kann ja auch irgendwas anderes gewesen sein. Irgendwas. Wir werden das gleich sehen. So, hier ist übrigens noch mehr verboten. Springen von der Brücke und vom Ponton verboten. Wahrscheinlich, damit die Leute nicht hinter die Schiffe springen oder so. So, wir müssen nachher Bahnhof, Abfahrt, 11 Uhr, 13 Uhr erst. Also um 11 oder um 13 Uhr. 11 Uhr schaffen wir auf keinen Fall. Dann nehmen wir den um 13 Uhr. So, wann bin ich das letzte Mal hier mit dem Dampfer gefahren? Das ist ja schon Ewigkeiten her. Und da vorne kommt der auch schon angerauscht. Eine Minute, oh, der hat nur noch ein paar Sekunden, also leicht verspätet. Na gut, Hauptsache er ist da. So Leute, ich hoffe, es ist nicht so langweilig für euch jetzt hier, ne? Die Ankunft des Fördedampfers. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wird er anhalten oder fährt er vorbei? Irgendwo schreien die Kinder, aber warum? Also, keine Ahnung, vielleicht wollen die auch mal. Also warte. Also wir müssen jetzt mal gleich ein Ticket kaufen. Okay, wir können gleich einsteigen. Ui, Klappe geht auf. Okay, wir können an Bord. Okay, wir haben abgelegt und jetzt, oh, da darf man natürlich mal wieder nicht hin, da wo es am besten wäre, hier könnte man direkt mal, ich bin der König der Welt, sagen. Das machen wir später, falls man da mal hin darf. Also, wir brauchen jetzt noch ein paar Tickets. Ja. Mein Schnucki ist begeistert von der Seefahrt. Cool. Oh, haben wir in Hamburg haben wir eine gemacht, ne? Oder wo war das? Wie lange ist denn das her? Ja. Gehen wir nach oben. Also so sieht das hier aus. Geht es hier nochmal nach oben. Und da vorne hoffe ich, dass man da rauskommt. Und man, ja, man kann rausgehen. Also wir können nach hinten oder nach vorne. Wir gehen nach vorne. So, wie geht das hier aus? Türöffner? Nee. Hier? Der hier? Nee, hier. Da steht größt drauf, ne? So. Okay, also das war der Bereich, der unten gesperrt war. Und da sind wir jetzt hier. Komm, breite die Arme aus. Spürst du? Wir sind der König. Nee. Warte mal, was sagt der noch? Ich bin der König der Welt, ne? Was sagt der? Ja.
So, also wir müssen noch ganz da hinten um die Ecke rum an den Kieler Woche Vorbereitungen vorbei. Immer online. Hast du eine Story gemacht? Mhm. Kannst du für mich auch eine machen? Für dich? Ja? Ich habe doch kein Handy, weißt du doch. Hey, vielleicht wünsche ich mir mal einen zum Geburtstag. Meine eigene Online-Verbindung in die Welt. Also hier drüben sammeln wir jetzt gleich wahrscheinlich noch ein paar Leute ein. Der Dampfer, das sieht ganz so aus, als wenn er hier irgendwo anlegen will. Irgendwann sind wir hier auch schon mal gewesen, ne? Die Linie. Muss sich jemand daran erinnern? Das war bei der Hörn da hinten. Viel weiter in die Richtung. Naja. Also auf der Kiellinie werden wir dann natürlich auch wieder sein. In der Woche. Lass erst mal gucken, wo der hier anlegt. Wir haben es dann noch geschafft. Wir haben den Dampfer gekriegt und dann geht es gleich weiter. Wir brauchen ja noch was zum Anziehen. Wir brauchen eine neue Büchse. Mal sehen, was wir uns da holen werden. Hat jemand Interesse, die Kieler Landesregierung zu sehen? Wie angewurzelt steht sie da, bewegt sich kein Stück. Nein. Was ist los? Du stehst hier, wie ich, auf 10 Meter Höhe. Ja. Ich habe gerade noch so runtergeguckt, ich hoffe, man wird da hinfallen. Lass dich mal hier so, wir gehen mal ein Stück nach hinten. Hinten, nach Achtern. Wir gucken einmal. Ihr macht doch nichts, können wir doch. Oder? Wollen wir gucken, wie der hier anlegt. Dann lass uns wenigstens mal auf die andere Seite gehen, weil da die Sonne scheint. Sie hat wirklich Angst hier auf dem Boot, ne? Guck mal, jetzt können wir hier nochmal ein Kopfnehmen machen. Hier, damit müssten wir mal mitfahren hier, mit so einem alten Segler. Das ist ja doch mal geil. Das fährt gar nicht mehr, das verkauft nur was zu essen. Open Ship, komm an Bord. Wollen wir dann mal nachher hin, wenn hier viele Woche ist? Ja. Okay, da sitzen noch zwei, die mitwollen. Also jetzt wird hier angelegt. Geht das? Wir sind jetzt hier in Kiel, in Reventlow. Okay, einsteigen wird hier keiner, hier steigen nur Leute aus. Und dann geht es gleich weiter. Eigentlich könnten wir auch aussteigen. Aber wir wollen ja was kaufen, das gibt's da. Wir könnten auch den ganzen Weg gehen. Wir hätten auch hier aussteigen können, ne? Dann hätten wir hier am Wasser lang gehen können, bis in die Stadt. Wir lassen uns fahren, ne? Ja, ist schön. Bin faul. Also apropos faul. 10.000 Schritte. Wir haben es schon erreicht. Ja, super. Jetzt immer weiter in die Förde rein hier, in die Hörn sozusagen. Hier sind die Anlegeterminals für die ganzen Schiffe, die nach Skandinavien fahren. Da drüben ist die, was war das für ein? Kalamäche oder so. Auf der anderen Seite haben wir hier die Kieler Werft hier von German Naval Yards und ThyssenKrupp. Die stehen da, ist glaube ich hier irgendwo. Dann vielleicht da vorne um die Ecke rum noch. Wir sind gleich am Bahnhof. Dauert aber noch ein bisschen. Was haben wir für die Fahrt bezahlt hier? 18 Euro. Bitte zu zweit. So, Schnucki, hier kannst du mal den Kieler König grüßen. Mhm. Denn da ist das Kieler Schloss. Sieht gar nicht so aus wie ein Schloss, oder? Nee,
sollten die wenigstens oben mal anmalen, vielleicht, dass die ein bisschen hübscher wird. Und hier müssen wir jetzt noch jemanden ansehen. Wir halten hier nochmal an kurz. Was ist das denn? So ein Ding ist wohl früher hier lang gefahren, ne? Mhm. Alter Förderdampfer. Ja. Hier läuft inzwischen wieder das Anlegemanöver. Wir könnten auch hier wieder aussteigen, ne? Müssten wir wieder in die Richtung gehen. Leute, wenn das Ding startet oder bremst, hört sich das an, als wenn das auseinanderfällt. Das ist so laut. So, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder auf hoher See, auf hoher Förde. Fahren hier vorbei an dem Busfahrt, was auch immer das mal gewesen ist früher. Das sieht aus, als wenn das Ding noch mit Kohle fährt. Ja. Dahinter ist ein Rettungskreuzer, den kann man wohl besichtigen. Jedenfalls sind da die Leute drauf. Der heißt Hindenburg. Das ist so in etwa, als wenn man sein Schlauchboot Titanic nennen würde. Also die Hindenburg ist ja irgendwie explodiert und abgebrannt, ne? Und hier eine Hansekogge. Da ist Stena da. Guck, und da hinten, genau, da liegt Stena allein. Am Schwedenkai. Wir sind beide an uns vorbeigefahren vorhin. Also, hier ist der nächste Riese. Color Fantasy war das. Ja. Color Line. So, und für uns ist hier gleich die Fahrt zu Ende. Da vorne, da kommt uns gerade so ein Hafendampfer entgegen. Da müssen wir dann auch hin und anlegen, ja. Hier wird scheinbar die Color Line irgendwie, keine Ahnung, von außen geputzt oder so. Ui, und da hinten in der Förde ist das nächste Riesenrad, auch schon für die Kieler Woche. Ui, da warten mal richtig viele, die jetzt mit dem Förderdampfer mitfahren wollen. Das ist ja, die ganze andere Steg ist voll. Schnucki, siehst du das, wie viele Leute da mit wollen? Uah. Ja. Das Ding ist voll. Der ganze Steg, der bricht da gleich zusammen. Okay, also ich lasse jetzt mal die Kamera an, bis sie aus ist. Ich sag hier schon mal Tschüss, weil der Akku gleich leer ist. Und dann gucken wir jetzt mal, wie lange sie noch aufnimmt. Ich glaube, wir müssen zuerst runter, ne? Und dann kommen die neuen Gäste drauf. Also, da wollen scheinbar echt viele mitfahren, ne? Wir müssen jetzt auch zusehen, dass wir runterkommen. Jetzt können wir nicht mehr vom Schiff weg. Ey, noch so ein alter Fahrkartenstempler hier. Sowas kenne ich noch von früher. Das sind wir in den Bussen gewesen. Oder gibt es das immer noch? Ich fahre ja schon länger nicht mehr mit dem Bus, ne? Eine Gasse bilden. Eine Gasse? Nicht alleine auf der Welt. Was hat er denn gar nicht zwanzig gesagt, oder? Was hat er für die draußen gesagt? Ja, für die draußen gesagt, damit die halt, weil die stand gerade, hast du gesehen, ne? Die ja, ja. Hat jeder wieder rein hier? Ja, aber dann...
okay. Weißt du, was wir vergessen haben? Unser Frühstück an Bord hier. Das muss auch aufnehmen. Jetzt müssen wir uns da draußen auf eine Bank setzen. Wollen wir rausgehen? Ja, wir kommen ja nicht raus. Kann man mich überhaupt verstehen? Wir kommen ja nicht raus. Geht das Schiff unter, wenn die alle einsteigen. Oh. So, jedenfalls sind wir jetzt hier. Da vorne ist gleich der Laden, wo wir hin wollen. Und Schnucki, wir müssen irgendwann noch mal Abendbrot. Haben wir ja, schon ein paar Stunden noch übersprungen. Frühstücken müssen wir noch. Wir müssen frühstücken, Mann. Das ist 11. Wie lange hält denn dieser Akku? Ich habe gerade gesagt, ich lasse die so lange an, bis der Akku aus ist. Hier wird nicht geschummelt. Wir werden noch nichts faken hier, das ist alles echt. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch... Hey, kannst du das sehen, wie viel Prozent da noch drauf sind? Guck doch mal kurz hin, bitte. Ich kann das nicht sehen. 9%? Ja. Ich mach erstmal aus, damit kann ich ja noch ein ganzes Video aufnehmen. Also, wir sind jetzt da, wo wir hin wollen. Da vorne ist der Sophienhof. Also, da gehen wir rein. Mal sehen, ob es da für mich ein paar Klamotten gibt. Und das, was ich denn finden werde, oder auch nicht, das kommt dann im nächsten Teil. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Schlechte Laune? Nee. Nein, wir haben gute Laune, ne? Mhm. So, ciao.